Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich muss sagen, es wird knapp, denn das Video startet eine Stunde später, nachdem ich es aufnehme. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr und hoffentlich ist es bis 19 Uhr hochgeladen, denn ich habe keine guten Videos mehr auf Vorrat, beziehungsweise das Video, ich habe noch ein gutes Video auf Vorrat, aber das gibt es morgen am Donnerstag und das wollte ich mittwochs ist eben so wie der Freitag und so wie ja, manchmal der Samstag. Also, aber ich sag mal, na, nee, donnerstags kommen die guten und sonntags, das wisst ihr. Und die alle anderen Tage, montags kann auch mal was Gutes kommen. Aber morgen kommt was Gutes, deswegen heute. Wobei, es könnte trotzdem grandios werden. Ihr habt im Thumbnail gesehen, es ist ein neues Magnum. Und zwar das Almond Remix Sweet and Salty. Vielleicht denke ich auch, dass Eis nicht ganz so besonders ist, weil es wundert mich ein bisschen, denn dieser Kanal hier ist mit Eis-Reviews groß geworden, aber Eis-Videos werden, außer vielleicht ist es Ben & Jerry's, nicht mehr ganz so gut geklickt im Vergleich zu anderen Videos. Also es hat sich so ein bisschen gewandelt, deswegen war ich auch so ein bisschen baff, dass die Proteinkekse von Rewe am Samstag wieder sehr gut gelaufen sind. Ja, Protein zieht nach wie vor. Aber Eis sollte auch nach wie vor ziehen. Und das hier ist ursprünglich ein Eiskanal und ich liebe immer noch Eis und ich liebe Magnum-Eis. Und deswegen könnte das jetzt hier ganz besonders toll werden. 4,49 Euro, die neue Sorte von denen. Ihr habt im Top 2021, warum geht denn der scheiß Deckel nicht auf? Ihr habt im Top 2021, Mann ey. Ihr habt im Top 2021 Video, falls ihr es gesehen habt, wenn nicht, holt es nach, es ist großartig. Habt ihr gesehen, dass das Magnum Gold Caramel Billionaire eins meiner Top-Produkte des Jahres war? Deswegen habe ich hier große Hoffnungen. Das Salted Caramel von denen war ebenfalls episch gut. Ich mag diese Magnum-Eis alle sehr, sehr gerne. Deswegen freue ich mich hier wirklich sehr drauf, das zu probieren. Was ich hier sehe, ich habe nämlich noch nicht gelesen, was genau drin ist. Das könnte Gutes bedeuten. Das ist nämlich Honeycomb und ich liebe Honeycomb. Und gleichzeitig gibt es hier übrigens auch mal eine schöne Kulisse. Ich sitze hier gerade zwar so ein bisschen unbequem, weil der Balkon ist sehr schmal. Da kann man eigentlich kaum so... Ach so, egal. Jedenfalls schöne Kulisse, oder? Die Sonne geht gleich unter. Die Bäume sind im leichten Schatten getaucht und davor ich. Und esse Eis. Mandeleiscreme mit gesalzener Karamellsoße 11%, 3% Karamellstückchen und 21% Milchschokolade. Wir schauen mal genau drauf. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt. Für mich sind die Magnum Pints das, was früher Ben & Jerry's war, was den Begeisterungsfaktor angeht. Ich sag mal, natürlich ist es nicht direkt vergleichbar. Wie hat man hauptsächlich viel Schokolade, aber geschmacklich einfach fantastisch. Irgendwo Ben & Jerry's hat natürlich dann Keksstücke hier, Brownies da und immer noch teils fantastische Eissorten mit die besten. Aber die letzte Zeit kam da eben nicht mehr so viel Tolles raus, wie ich finde. Deswegen freue ich mich hierher sehr, dieses Neue zu probieren. Ich habe es euch gerade schon vorgelesen. Mandel-Eiscreme, ne? Milchfett drin, das sei hier erwähnt. Karamellsoße satt, also 11% Soße, 3% Karamellstückchen sind schon mal 14, 21% Milchschokolade. Also ihr seht, da ist einiges drin, was nicht Eis ist und ja, das bedeutet gut. Das Magnum ist bekannt für viel Eis, deswegen haben wir das hier drin. Die Zutaten habt ihr, ihr dürft gerne einmal pausieren. 16% Sahne sei hier auf jeden Fall erwähnt. Ja, ansonsten eben viel Schokolade und Karamellzucker ist drin. Kokosfett wird dann vielleicht irgendwo, vielleicht für diese, fürs Eis selbst zusätzlich noch zugesetzt, aber vielleicht auch irgendwo bei den Karamellstückchen, weiß ich nicht genau. 0,3% Mandeln ist jetzt nicht so viel. Was ich nicht sehe, und das gefällt mir schon mal sehr, okay, ich habe mich vertan, ich dachte, ich sehe keine Aromen, aber sie sind drin. Ja gut, vielleicht für das Karamell, fürs Eis selbst auch Mandeleis. Ja, wahrscheinlich Mandelaroma. Hier habt ihr die Nährwerte. Magnum-Eis typisch immer, ja gut, was drin ist, halt viel Schokolade. Ne? Drücken, knacken und genießen, press to crack. Okay, dann cracken wir mal. Achtung, ich mach's mal ans Mikrofon, ASMR-mäßig. So ist es jetzt oben auf. Da war übrigens gerade noch diese Folie drauf. Wow, es sieht so gut aus. Guckt es euch an. Lecker. Kann man noch so ein bisschen mit dem Löffel nachcracken. So ein bisschen antauen lassen sollte man es übrigens auch. Habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Achtung. Ah, wobei, nee, ist schon recht weich. Wir sehen also Vollmilchschokolade. Oh. Und ich glaube, es ist die typische Magnum-Schokolade. Erinnert mich auf jeden Fall ganz stark an Magnum. Also vielleicht einfach das, was eben bei diesem Stieleis auch drumherum ist. Wisst ihr, am Rand finde ich immer sehr geil diese Schokokanten hier. Dadurch, dass diese Flüssigkeit, seht ihr das? Hier die Schokokante in der Mitte. Oh, das, ich glaube, das ist gut fürs Thumbnail. Mit Schokokante. Mmh. Die war richtig gut.
sehr süß. Das hier oben drauf sind dann wohl die Karamellstückchen. Es sieht aus wie Honeycomb. Ich weiß nicht, ob das sein soll. Sind jedenfalls so leicht luftige Karamellstückchen. Ja, die geben richtig Crunch. Sie sind so ein bisschen luftiger. Und da geht das vielleicht irgendwo in Richtung Honeycomb. Jetzt gucken wir mal hier, was uns da erwartet. Hier haben wir auch schon mal schön Karamellsoße drin. Am Rand hat man ja auch, für die, die es nicht wissen, der ganze Becher ist innen drin, am Rand so mit Schokolade ausgekleidet. Hat man wirklich immer reichlich von. Da sieht man das. Und auch innen drin, das sieht man jetzt hier, das habe ich vom Rand, aber ihr seht auch da unten, das ist so mittendrin, sind immer wie so kleine Schokoplättchen, so ähnlich wie man das zum Beispiel bei Viennetta hat. Also wirklich fantastisch. Die Frage ist natürlich, ob das Eis selbst nach Mandel schmeckt. Da muss ich sagen, finde ich jetzt aktuell nicht. Es schmeckt hauptsächlich sehr karamellig, sehr süß das Ganze auch. Von Mandel kann ich jetzt hier noch nichts, kann ich noch nicht großartig was feststellen. Die Karamellsoße, das hat man bei Magnum nicht, ist jetzt hier wohl so ein bisschen feiner verteilt. Man hat jetzt hier nicht so Bunker, wie man es eben bei manchen Ben & Jerry's kennt oder zum Beispiel neulich beim Daim-Eis. Aber Mandel ist hier gar nichts. Also, ja, den fehlenden Mandelgeschmack, da muss ich ehrlich sein, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Da, ja, da wurde... Oh, Alter, guckt euch mal dieses Schokostück an. Da müssen wir jetzt rausholen. Ist einfach mal mitten im Eis so ein dicker, fetter Schokobrocken drin, der einfach nur wahrscheinlich mega knackig ist. Achtung. Boah. Also, Schokoknaller mal wieder. Oben die Karamellstückchen schön. Ja, also ich muss ein bisschen ernüchternd feststellen, dass das Eis lecker ist, aber es haut mich nicht so oft den Latschen wie zum Beispiel das Gold-Karamell-Billionär, was einfach so einen ganz eigenen Geschmack hat. Da war ja, glaube ich, Zimt mit bei. Und dieses karamellisierte, diese Karamellschokolade, die war halt fantastisch. Und auch das Sorted-Karamell von denen, da war eben richtig viel Soße drin. Es schmeckte wirklich sehr karamellig. Und das geht tatsächlich sehr in diese Richtung, dieses Karamellige, aber ohne dieses Übermaß an Karamellsoße zu haben. Ich meine, da war mehr Karamellsoße drin. Das hat man hier zwar auch, aber eben, die kommt, finde ich, nicht so sehr durch. Und das Ganze hätte gerettet werden können, wenn man jetzt hier, wer weiß, was für einen intensiven Mandelgeschmack hätte. Ja, man schmeckt, dass dem Eis irgendwie, dass es so eine leicht mandelige Note hat. Und vielleicht verlange ich da zu viel. Ja, wobei, ja, es schmeckt schon mandelig. Aber ich hätte mir da noch mehr gewünscht. Aber es schmeckt danach. Also ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Es schmeckt schon nach Mandel, wenn man sich so ein bisschen, wenn man wirklich mal nicht Schokolade überall hat. Weil dann schmeckt man halt wirklich die sehr süße Schokolade hauptsächlich. Wenn man mal wirklich nur die Eismasse hat, dann schmeckt man da schon raus. Es ist leicht luftig, das Eis. Es ist sehr cremig, vollmundig, also das machen sie wirklich gut. Ich habe es neulich beim Stieleis gesagt von denen. Hier haben wir noch Eiscreme. Beim Stieleis, bei Magnum gibt es inzwischen keine Eiscreme mehr, also kein Milchfett. Dann schmeckt man eben keinen sahnigen Geschmack hier schon. Und das ist sehr gelohnt. Aber für mich ein gutes Eis. Ich würde es für einen Angebotspreis, kostet regulär, glaube ich, so 3 Euro, also regulär 440, im Angebot 3 Euro, würde ich es auch wieder kaufen. Aber wenn ich dann so die anderen Eiser nehmen hätte, würde ich lieber zu denen greifen. Aber wie gesagt, nicht, weil das hier unbedingt schlecht ist, sondern weil die anderen einfach nur besser sind. Und das hier bringt für mich irgendwie nicht ganz das rüber, was es sein möchte. Vielleicht hätten sie noch so karamellisierte Mandeln oben drauf machen sollen oder Mandelstifte. Eine Kombination von Magnum Mandel und die, also Magnum Mandelbecher und dem Sorted Karamell. Das wäre geil gewesen. Insgesamt für mich ein bisschen zu wenig Mandel, aber nach wie vor Buddelspaß. Oh, Buddelspaß, Schokolade satt. Von daher, wie gesagt, gerne ausprobieren, wenn es euch thematisch interessiert. Und falls ihr schon probiert habt, dann dürft ihr mir es auch gerne in den Kommentar schreiben. Den nicht vergessen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.